Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Willkommen Sonntagmorgen, Walker Frühschoppen Nummer 2 Serie oder ein Talk über diese Serie, die, wie ich mir heute Morgen gedacht habe, eigentlich auch eine E-Mail hätte sein können. Nochmal herzlich willkommen, Andi. Herzlich willkommen. Bin ich jetzt zu hören? Kann man mich hören? Bitte. Wir reden über die zweite Staffelhälfte der ersten Staffel von The Walking Dead World Beyond. 5 Folgen haben wir gesehen und versucht, wach zu bleiben. Zumindest ging es mir so. Unser Forever Nerd Girl ist jetzt 2 Folgen vor Schluss einfach ausgestiegen. Die hat sich, ich guck das jetzt nicht mehr. Ja. Und als ich diesen Livestream angekündigt habe in der ein oder anderen Facebook-Gruppe, da habe ich dann geschrieben, so, hey, wir müssen mal reden über die zweiten Folgen. Und da zitiere ich jetzt einfach mal aus den Kommentaren. Was ein Mist. Ich schaue die Folgen nicht. Immer wieder eingeschlafen. Langweilig. TKKG mit Zombies. Ich finde es furchtbar langweilig. Bis jetzt sehr langweilig. Super langweilig. Bei Schlafstörungen einfach nur top. Mega ätzend. Ja. Um es auf den Punkt zu bringen, ich habe es völlig vergessen einzuschalten. Nichts Neues vorhersehbar. Ich könnte jetzt ohne Scheiß noch ungefähr 50 Kommentare weitermachen. Ich schaue es mir nur an, in der Hoffnung zu erfahren, warum Rick nach so vielen Jahren dort nicht mehr vorkommt, vorausgesetzt, er ist dort, wo sie hinwollen. Ja, es gab ein neues Hashtag, Rickbait. Was? Ja, diese Serie wäre ein einzig großes Rickbait. Also, es würde uns Rick Grimes anteasern, um dann halt uns doch keinen Rick Grimes zu zeigen. Ja, aber es ist ja schon so ein bisschen klar, welche Rolle Rick Grimes denn in der zweiten Staffel spielen wird, wenn er denn auftaucht. Deswegen, ich finde das eigentlich einen ganz guten, also gut, gut ist ein schlechtes Wort. Das ist ein netter Teaser auf eine vielleicht folgende zweite Staffel, in der dann irgendwann die Kinofilme angesteuert werden. Also eigentlich, ja, es ist so ein riesiger Prolog für die Kinofilme. So empfinde ich es mittlerweile. Wir sind ja auf einer guten Fußnote oder auf einem guten Ton raus aus unserem letzten Frühschoppen. Ja. Wo wir gesagt haben, hey, diese Credit Scene und das mit der Civic Republic und so weiter, das macht irgendwie Spaß, mehr davon. Und dieses Mehr davon hat mich auch wirklich es durchhalten lassen. Allerdings, es kam überhaupt nicht mehr davon. Stattdessen haben wir einen abgehalfterten Las Vegas-Zauberer getroffen und seinen Kompagnon. Ja. Die mit dem ältesten Trick ever, der halt schon in Walking Dead 5-mal auserzählt wurde, unsere Helden in die Falle gelockt haben. Die Serie nimmt mega oft Tempo raus und nachdem wir, dann können wir dann gleich über die Twists in Anführungszeichen sprechen und das Ende. Mein Fazit ist einfach, da hättest du 3 Folgen Miniserie draus machen können und that's it. Also das völlig, dann hätte ich auch gesagt, ja, ist okay, es ist erweitert die Welt ein bisschen. Ganz ehrlich, 3 Folgen, mehr nicht. Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn das so eine kleine Auskopplung wäre, keine Ahnung. Ich würde auch 6 Folgen mitmachen, in der einfach so eine kleine Gruppe gezeigt wird, die sich dann irgendwann der großen Gruppe anschließt. Das wäre ja einfach eine schöne Geschichte gewesen. Aber du hast schon recht, also es ist ein bisschen wenig Stoff wirklich dafür, dass man uns hier 20 Folgen zeigen möchte. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht so richtig, was die Serie baut so viel auf, wenn man es mal positiv nutzt. Dafür, dass sie gar nicht mehr so viel Laufzeit hat. Also ich weiß nicht, wie viel soll denn noch gezeigt werden nach diesem riesigen Intro, nach dieser riesigen Einführung dieser Figuren. Ja, aber ich bin ja positiver Mensch. Ne? Das heißt, jetzt versuchen wir es einfach mal ein bisschen auf die positive Schiene zu wenden. Ich habe ja im letzten Frühschoppen gesagt, meine Hoffnungsfigur ist Silas, weil er so ein bisschen shady ist. Das wird, finde ich, auch eingelöst in der zweiten Staffelhälfte, dass Silas wirklich die Hoffnungsfigur für einen gut erstellten Charakter, für eine gute Charakterentwicklung ist. Die Figur hat mir am meisten gefallen. Der Schauspieler ist auch okay. Das heißt, das ist ein schöner Aspekt dieser Serie, diese Figur Silas, finde ich. Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich seiner Backstory ein bisschen mehr abgewinnen kann, wenn sie nicht so in einer Folge präsentiert wäre, die vorvorletzte Folge war, ja, wo du denkst, ey, come on,
macht mal ein bisschen Gas, ja. Und deswegen war die für mich halt völlig fehl am Platze. Gut, wir haben ja dann rausgekriegt, warum die Hack ja das dann alles so gemacht hat, um diese Gruppe zu trennen, was auch, also da können wir gleich drüber reden. Ja, also Silas ist sicherlich ein Charakter, der noch der interessanteste ist, vor allem, weil jetzt mal bei dem anderen, bei den zwei Schwestern, bei Hope und, mein Gott, wie heißt die andere? Iris. Genau, dass die jetzt halt auch so intertwined sind, ne, und die eine kann nicht unter die andere und das ist jetzt sogar intellektmäßig dann noch so, da ist Silas irgendwie mit seinen Problemen so der Einzige, der interessant ist und mal einen Angriffspunkt bietet. Ich meine jetzt im positiven Sinne, an dem man sich mal reiben kann, ja, wie er halt seinen Vater dann erschlägt und so weiter und ihn ja zweimal erschlagen muss, weil er dann halt nochmal zum Walker wird, was ja dann auch interessant war, weil es dann erst ja diese zeitliche Einordnung gab. Ich war mir gar nicht sicher, war das jetzt vor dem Daemon, weil man von diesem Campus so wenig gesehen hat, kann ich die Infrastruktur dieses Campus-Komplex nicht einschätzen. Man hat ja Silas vorher schon mal gesehen, wie er so mit blutigen Knöcheln auf so einem Krankenwagen sitzt. Deswegen hatte ich das für mich vor der Apokalypse verortet. Vielleicht war das auch Absicht, das so zu inszenieren. Aber das war es ja gar nicht, weil das war ja dann schon in einem Haus, wo alles vergittert war. Ja, absolut. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass es nicht auf dem Campus war. Also ich habe das Gefühl, sein Elternhaus war irgendwo anders und dementsprechend vielleicht in einer Region, in der diese Nacht nicht so heftig ausgefallen ist, wie da in dieser Stadt, in der der Campus ist. Weil da ist er immer in dieses Flugzeug abgestürzt. Da musste sofort irgendwie alles zusammenbrechen. So. Okay. Aber jetzt lass mal irgendeine Kleinstadt machen, wo random Leute sterben, wie es halt so gang und gäbe ist in der Kleinstadt. Da wird die Zombie-Apokalypse auch erstmal nicht so dramatisch auffallen, weil da läuft halt so pro Woche mal ein Zombie rum, weil da mal halt eine Person stirbt oder so. Ne? Dementsprechend also, kann man da das vielleicht noch einigermaßen gut regeln. Also du willst mir damit sagen, wenn eine Zombie-Apokalypse ist, gehen die Lausitz oder die Eifel? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie alt die Leute da sind. Vielleicht ist das auch die schlechte. Also vielleicht müsste irgendwie in eine Region gehen, die so ausgestorben ist wie Lausitz und Eifel, aber wo ganz kleine Kinder nur sind. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Doch, bestimmt. Und zwar in den Katakomben unter Europa, wo die Amerikaner einen Kampf gegen kinderfressende Eliten essen. Stimmt. Hier die Adenochrom-Basis, da muss man hin. Da sterben keine Leute. Genau, da sterben keine Leute. Oh Mann. Ja, die ja, ja gut, okay, da hast du natürlich, ja, und deswegen, also wenn mich überhaupt noch irgendeiner interessiert, dann wirklich eigentlich Silas, Hope wird jetzt im Nachhinein so ein bisschen aufgewertet, dass ich wenigstens sagen kann, okay, dann fände ich es aber fast schon wieder geiler, einfach so eine die Adventures of Silas the Weird zu machen, ja. So nach dem Motto, du hast diesen schrägen Typen, der immer mal wieder ausrasten kann und dem folgen wir einfach durch seinem Forrest Gump-haften Fußmarsch einfach durch Amerika, der Apokalypse. Ja. Ja, warum nicht? Aber wobei ich halt finde, dass eigentlich für die zweite Staffel jetzt eine ganz gute Grundlage gelegt worden ist. Die Situation, in der jetzt alle Charaktere sich befinden. Und die Charaktere sind ja nicht so schlimm irgendwie. Also die nerven, also Hope nervt schon mal, also mich zumindest. Aber und Huck auch ein bisschen in den letzten Folgen. Aber grundsätzlich ist das schon okay. Und die Situation, in der sie sich jetzt befinden, das gibt ja schon ein bisschen Potenzial für eine zweite Staffel. Also ich werde mir die auch auf jeden Fall angucken. Ja, natürlich. Wir haben ja auch Chronisten. Kein Game of Thrones oder Breaking Bad mehr oder sowas. Ne? Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass da ganz interessante, spannende vielleicht auch Sachen erzählt werden im Kampf jetzt gegen CRM. Dich würde ich mal gerne fragen, haben dir denn die ersten, also wir sprechen jetzt über die zweite Staffelhälfte, ne? Folge 6 bis 10, war ja auch relativ überraschend, dass 9 und 10 tatsächlich zum Double Feature waren, für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob du das wusstest vorher. Nein, das war auch so angeblich nicht geplant, aber aufgrund des mangelnden Erfolgs hat man sich wohl dann entschieden zu sagen, komm, hau raus die Scheiße. Also, dementsprechend hätten wir unseren Frühschoppen ja quasi schon letzte Woche machen können. Richtig, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht. Aber haben dir Folgen 6 und 7 besser gefallen oder lieber 8, 9, 10? Eigentlich dann, ja, gute Frage. Also Tiefpunkt war definitiv die siebte eigentlich, die ja nur aus Glückskekssprüchen bestand. Wahrheit oder Pflicht heißt du, glaube ich, auch. Ne? Genau.
Und das war, also das hätte mal eine nette Episode so nach einer, weißt du, so nach dem Kampf von Ricks Gruppe gegen die Saviors, machst du mal so, jetzt kommen wir mal alle runter. Ja, aber wenn ich nur 20 Folgen habe, du hast es vorhin schon erwähnt, und ich irgendwo hinkommen muss, dann muss ich mal meine Freunde, komm, mach mal hin jetzt hier. Da haben wir eigentlich überhaupt nicht die Zeit für so eine Filler-Episode, die mich null weiterbringt, weil ich dann eben die Charakter bis auf Silas auch überhaupt nicht spannend finde. Ja, und weil sie halt einfach normale, klar, man versucht jedem sowas zu geben. Und jetzt hat man dann in der vorletzten Folge, deswegen fand ich eigentlich die letzte, vorletzte Folge nochmal ganz gut, dann hat Felix noch so ein bisschen Background gekriegt. Ich fand das auch schön und mutig, dass man, also das beobachtet man ja immer wieder, dass inzwischen auch homosexuelle Paare ja auch wirklich so dargestellt werden, wie normale Paare. Ja, normal, ja, genau. Normale Paare eben, das finde ich, also ohne, dass da irgendeiner queer oder tuntig oder sonst irgendwas da rumhüpft oder so, sondern stinknormale Menschen einfach, so wie sich das gehört. Das ist ja auch einer der wenigen Aspekte, die ich ja Discovery abgewinnen kann, dass also Stamets und Culver sich absolut zu meinen Highlights entwickeln. Das aber nur am Rande. Und von daher fand ich das ganz gut. Es war dann wenigstens mal noch ein bisschen, es ging dann noch mal ein bisschen nach voran. Ich habe aber trotzdem einige Dinge nicht hundertprozentig gecheckt. Also zum Beispiel ist jetzt der Lover vom Felix, ist aber nur der Bodyguard von dem Doktor, hau mich tot, und nicht der Sohn jetzt auch noch, weil die da alle am Tisch saßen, da war ich etwas irritiert. Oder ist das Sohn? Ich habe es nicht so verstanden, dass es der Sohn ist. Ich hab's auch, ich war nur irritiert, dass die halt alle so am Abendessenstisch saßen, so family-mäßig. Ja, ich glaube, die haben da ganz neue soziale Gefüge gebildet, da irgendwie dieser Campus-Kolonie. Also ich kann mir dann auch vorstellen, dass dann eben Leute zusammenfinden und ja so quasi als Eltern auftreten, beziehungsweise einfach als Familie auftreten, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Also du meintest jetzt, ob das ein Sohn von Leo Bennett wäre, ne? Ja, also richtig, ich bin gerade, genau, von, richtig, ja, genau. Vater von Iris und Hope, was ja auch so Halbvater nur so ist, offensichtlich. Ne? Eben, genau, deswegen dachte ich halt, okay, ist das jetzt auch so ein Ziehsohn? Ja? Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Also Bodyguard trifft schon ganz gut. Und ja, der ist natürlich jetzt in einer Gruppe, die potenziell so ein bisschen was verspricht. Ne? Also diese Bürgerrechtswiderstandsgruppe gegen das CRM, das finde ich schon ganz spannende Nummer. Ja. Wobei ich mich da halt gefragt habe, beziehungsweise nein, ich frage mich jetzt gerade in der Sekunde, als du das sagst, warum? Geh doch einfach woanders hin. Also das ist ja nicht so, dass das CRM das ganze Land beherrscht. In der Hauptserie haben wir vom CRM noch nie irgendwas gehört. Also warum mache ich mir die Mühe, eine Widerstandsgruppe zu bilden, wenn ich einfach woanders hingehen kann? Ja. Okay, sie wollen vielleicht Leute wiederholen. Das sind vielleicht erfahren wir da, dass das alles Menschen sind, die Angehörige haben. Und jetzt kommen wir ja zum eigentlichen halbwegs interessanten Punkt, nämlich, dass das CRM ja Menschen einsammelt. Auf unglaublich komplizierte Weise. Ja. Aber sie sammeln ja nicht nur Menschen ein, sondern sie sortieren auch aus. Und das ist, finde ich, ein total spannender Aspekt. Und das ist im Prinzip auch die Antwort, warum machen sie das? Also warum macht diese Widerstandsgruppe diesen Widerstand? Ich würde mal tippen, dass uns in den Filmen gezeigt wird, dass Rick Grimes verhindern möchte, dass Alexandria Hilltop, wie sie auch alle heißen, dass die quasi zur neuen Campus-Kolonie werden. Dass die sich in eine Abhängigkeit zum CRM begeben und dann irgendwann damit rechnen müssen, dass das CRM halt sozialdarwinistisch sagt, okay, die Coolen kommen mit uns und werden hier irgendwelche CRM-Soldiers oder Wissenschaftler oder so. Und alle anderen metzeln wir halt nieder, weil die brauchen wir sowieso nicht. Wir müssen eine neue Weltordnung schaffen mit den Starken. Und dementsprechend, das CRM an sich finde ich total spannend. Es wird halt in dieser Serie nicht erzählt, ne? Aber ich finde, hier wird was aufgebaut, auch gerade mit diesem Julia Ormond-Charakter. Wir haben hier eine Bösewicht-Gruppe, beziehungsweise auch einen Bösewicht in Julia Ormond selber, Elizabeth, die uns erzählt wird als eine Gruppe, die das Gute tun möchten. So, und das finde ich für einen Bösewicht extrem super, weil auch hier wieder Seitenblick auf Discovery, das gelingt halt ganz, ganz vielen Serien gerade überhaupt nicht, einen Bösewicht zu gestalten, der eigentlich das Gute tun möchte und der nicht die ganze Zeit hier Oberlippenbart zwirbelnd irgendwie in der Ecke sitzt und sagt, ha, ha, ha. So. Nein, das macht Elizabeth nicht. Ne? Ja. Elizabeth will das Gute und macht es auf eine ganz fürchterliche Art und Weise. Hier kann man so wirklich Vergleiche zu
der NS-Zeit in Deutschland ziehen und dann irgendwie sich nachher mal gucken, wie das aufgearbeitet worden ist. Und Hannah Arendt hat irgendwann über Adolf Eichmann gesagt, der ist ein ganz normaler Mensch. So. Mhm. Das ist kein Böser. Ne? Der hat banal Böses getan. So. Und das finde ich eine richtig tolle Geschichte. Mhm. Aber es wird uns leider in dieser Serie nicht erzählt. Ja, eben. Und deswegen ja im Grunde genommen dieses Hashtag Rickbait, ja, weil natürlich die Werbung suggeriert hat für diese Serie, dass man zumindest mal so ein Hint drauf kriegt, was ist mit Rick passiert. Ja. Klar, okay. Über Bande gespielt haben wir das auch, ja, in dieser einen Post-Credit-Szene. Ich habe extra noch jetzt bei den anderen Folgen immer ganz bis zum Ende geguckt, kommt da noch irgendwas? Da muss doch noch irgendwas kommen. Kommt da noch irgendwas? Das heißt also, diese so ein bisschen über Bande gespielt. Und es wurde uns natürlich auch durchaus suggeriert, dass wir viel mehr von dem CRM sehen. Ich meine, wir haben am Ende vielleicht, lass es 10 Minuten mit viel Goodwill sein. Ja. Und das ist halt ziemlich bitter, weil, ja, ganz ehrlich, das kann auch meiner Meinung nach keine Kostenfrage sein, weil Außendrehs sind auch teurer als Studiodrehs und du kannst das CRM mehr oder weniger komplett in einem Studio abhandeln, wohingegen du jetzt halt da wieder draußen rumstapfst. Und auch da hat sich ja nichts dran geändert. Das hatten sie in der letzten Folge schon gesagt. Auch hier optisch überhaupt nichts Neues, halt das Gleiche wie immer. Auch da hat man sich nichts einfallen lassen. Ja, und beim CRM, da sind wir alle ein bisschen auf den Leim gegangen und hoffen natürlich jetzt in der zweiten Staffel auch noch wieder ein bisschen mehr davon zu sehen. Ich bin bei dir, was bei diesem, was denn die Anleihen an faschistoide Systeme angeht. Auch das Imperium ist davon überzeugt, dass es Ordnung in die Galaxis bringt. Zum Beispiel, ja, genau. Ja? Mhm. Und die besten Star Wars Bösewichte, meistens in Romanen, sind eigentlich die, die diese Ideologie wirklich völlig verfolgen. Also ich verweise an der Stelle mal auf die Origin Story, in Anführungszeichen, von Grand Moff Tarkin. Das ist ein durch und durch linientreuer Charakter, der nicht ein einziges Mal irgendwann, irgendwo, zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Lore-Geschichte auch nur irgendwie Zweifel hegt oder sonst irgendwas. Ja, Aristokratensohn durch und durch und so weiter. Also ganz, dafür ganz, ganz interessant. Ja, und da will ich im Grunde genommen noch mehr sehen. Da sind wir wieder bei Show, Don't Tell. Da wird mir dieses Umerziehungslager gezeigt. Das will ich doch ehrlich gesagt jetzt mal sehen. Ja, wo dann vielleicht, und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, sowas wird mir gezeigt ganz am Ende und da vegetiert dann Rick vor sich hin. Zum Beispiel. Irgendwie sowas. Mhm. Ja, hätte ich jetzt mir vorstellen können. War denn Rick jetzt ein B? Nee, Rick war eben ein A. Sie hat ja gesagt, er ist ein B und genau, ja, war aber dann A. Genau. Das meintest du auch mit Anspielungen über Bande, oder? Also diese Einordnung der Figuren. Richtig. Ja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, was wir uns so wünschen, in den Filmen erzählt wird. Das macht die Serie eben nicht besser. Und das ist eben das Problem. Andererseits, vielleicht sind wir auch wirklich nicht die Zielgruppe. Vielleicht ist das wirklich eine Serie, die sich an Highschool-Schüler richtet. Und da sind wir leider halt auch altersmäßig so ein bisschen drüber. Also ich kann's mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Auf der anderen Seite, Riverdale wird, glaube ich, auch besser erzählt als das. Und ich wollte gerade sagen, also ich habe hier mit dem Forever Nerd Girl ein eifriges College- und Highschool-Serien- und Film-Guck-Mädchen in unmittelbarer Nachbarschaft. Ja, glaub's mir, wenn das gut wäre, wird sie's gucken. Und ich gucke mir gerade mal bei IMDb die Ratings an. Overall 4,2. Eieieiei. Overall 4,2. Gegen Ende hin wird es jetzt ein bisschen besser. Da geht es dann so auf 6,3, 6,4, 6,8 hoch. Aber 6,8 ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Fertig aus. Und overall 4,2. Das ist schon. Und das, was auch immer interessant ist, die Anzahl der Ratings. Wo so ein Mandalorian im Schnitt 10.000 bis 12.000 Ratings hat, ein Discovery so um die 1.500 bis 2.500, hat hier eine Show gerade mal 400 Bewertungen. Das heißt, das guckt auch kein Mensch. Ja. Also nicht nur wird's, also und auch immer schlechter. Also die erste Folge noch 1.700, 1.100, 900, 700, 700, 600, bis jetzt runter zu 400. Und die Folge ist jetzt schon eine Woche draußen. Jeder, der bewerten wollte, hat bewertet. Und alter Schwede. Das ist echt, da würden wir, also da sind, glaube ich, eine Menge, also da würde mich jetzt mal interessieren, wie das da abgeht in so einem, ob die dann sagen, so ja, haben wir erwartet, weil Haken dran, oder ob die jetzt sagen, scheiße, wir haben jetzt noch 10 Folgen bestellt. Keine Ahnung. Wann sollen die denn kommen, die zweiten 10?
Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, es gibt auch noch keine klaren Drehpläne, weil ja die Pandemie alles so ein bisschen durcheinander wirbelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ziemlich damit hadern, dann, dass das so schief gegangen ist. Nicht, weil diese Serie so teuer wäre. Ich glaube, die Serie ist total günstig. Ja. Walking Dead ist auch total günstig. Ja, ja. Mach ein bisschen Zombie-Make-up und ansonsten lass die Leute ein bisschen durch die Landschaft laufen und meistens sind es auch keine besonders hochbezahlten Schauspieler. Ja. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sie hier auf die Kinofilme anteasen wollten. Und wenn das natürlich keiner guckt und damit die Marke The Walking Dead quasi so beschädigt wird, weil es so inflationär ist, weil irgendwie die Leute denken, ja gut, schon wieder in irgendein Walking Dead-Ding, ich bin schon lange ausgestiegen, muss ich mir nicht mal angucken, dann sind die Filme natürlich krass beschädigt. Ja, und dann hast du eigentlich nur noch die Hardcore-Fans und ich glaube, dass man vielleicht ein bisschen zu spät auf den Zug, wir müssen alles connecten, aufgesprungen ist. Denn du hast ja jetzt nur noch Leute, ich meine, guck mal, wie lange läuft jetzt The Walking Dead schon? 10 Staffeln, ja. Da kommt ja jetzt niemand mehr neu dazu. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht wie eine Lindenstraße oder ein, also wir vergleichen es zwar gerne oft mit unserer liebste Walker-Soap, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du mal eben in Staffel 7, Folge 8 einfach reinspringen kannst und sagen kannst, ach, da bleibe ich jetzt bei. So ist es halt auch nicht aufgebaut. Ich habe es noch nicht versucht. Also vielleicht geht das auch, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also du kannst ja in jede Daily Soap sind ja so gemacht, dass du reinguckst, du bleibst hängen und findest irgendeinen Handlungsstrang interessant und dann bleibst du dann dabei und dann kommst du nach und nach im Prinzip rein und dann bist du ja in so einem Ding gefangen. Das heißt, du konntest jederzeit zur Lindenstraße einsteigen, du kannst jederzeit zu GZSZ einsteigen und so weiter und so weiter und musst nicht irgendwelche Backstories haben. Hier ist es ja, würde ich sagen, nee, ist es nicht so. Dafür sind die Dinger, dafür wird einfach zu oft ohne Erklärung oder ohne nähere Erklärung plötzlich in irgendeinem Charakter aus Folge Hau mich tot nochmal rausgeholt. Ja. Ja. Und das erwähnt. Und wenn du diese Grundkonstellation von Hilltop, Alexandria und bla, dann, da sie dir ja auch nie auf einer Karte, wir haben das ganz oft bemängelt, zeigt uns doch mal eine Karte, gibt uns doch mal einen geografischen Überblick. Da das halt überhaupt nicht passiert, also nie und auch dann nie wiederholt wird natürlich, glaube ich nicht, dass irgendjemand da so reinstolpert und sagt, ach, cool. Und um es aufzuholen, dafür ist es dann fast schon zu viel. Ja, das ist zu viel. Aber die, wobei es ja gar nicht so viele Folgen sind, ne? Also man überschätzt das ja manchmal. Okay. Das erste Staffel hat ja nur 6 Folgen zum Beispiel. Ja, ist auch wieder. Stimmt, ja. Das ist auch etwas, was ich Angela Kang beim, also wir sind ja beim grundsätzlichen Walker-Frühstück, ne? Das heißt, wir dürfen auch über Walker reden. Natürlich, natürlich. Das ist etwas, was ich Angela Kang auch wirklich ein bisschen vorwerfe. Sie hat die Serie besser gemacht, seit sie Showrunnerin ist. Das ist hundertprozentig klar, wenn man sich die Folgen mal im Vergleich anschaut. Aber sie hat ja auch den Vorspann verändert. So, und dann klaue ich doch mal was Gutes. Dann klaue ich doch mal den Game of Thrones Vorspann. Macht den natürlich ein bisschen in der Optik anders. Aber ist doch egal, dann regen sich alle mal ein bisschen drüber auf, dass es geklaut ist. Aber dann habe ich trotzdem eine Übersicht über die Welt. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, ich mache eine Drohnenperspektive und mit diesem typischen gezeichneten Vorspann Zeugs und springe quasi über die Karte zu den einzelnen Sachen, wo es denn spielt. Perfekt, dann hätten wir endlich mal eine Übersicht über diese Welt. Ne? Stattdessen sehen wir die ganze Zeit diese komischen Fenster. Von denen ich immer noch nicht weiß, welche Funktionen denn diese Fenster haben, außer dass Rick darunter fast gestorben ist. Die Fenster am Baum, also das sollte bestimmt ein Messias, Himmelfahrtsähnliches, Wiedererweckungserleuchtungs, whatever Symbol sein. Warum hängen die da überhaupt? Ist das eine Freiluftkirche oder was? Ja, also, keine Ahnung. Jetzt holst du so olle Kamellen wieder, die ich schon längst verdrängt hatte. Die sind immer noch im Vorspann, die Dinger. Ja, ich weiß, dass sie immer noch im Vorspann sind. Jetzt, wo du sagst, ist mir nochmal bewusst geworden. Ja, ich hatte das einfach so als, nein, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Es war für mich einfach Style over Substance. Es sah halt irgendwie cool aus oder auch nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das auch so ein amerikanisches Ding, was wir halt hier nicht kennen. Ja. Fenster, die man in den Baum hängt? Ja, wer kennt es nicht? Die amerikanische Tradition des Windowing, ja. Zu Thanksgiving, ne? Genau. Ja. Übrigens, wusstest du, dass the German habit of lüften goes around the world, ja? Und in dem Zusammenhang, ich habe ja einen amerikanischen Namensvetter, der aus Kentucky kommt. Also der heißt genauso wie ich, auch mit Nachnamen und wir kennen uns über Facebook und Zufall halt.
Das heißt auch Chris Nerdizismus, oder was? Ja, ja, genau, exakt genauso. Ja, okay. Ist auch ein Obernerd und wir gucken halt mehr oder weniger die gleichen Serien und so weiter. Also es ist immer sehr spaßig. Und der hatte, dann hatte ich ihm, hatte er mir diesen Artikel über The German Habit of Lüften geschickt, also inklusive Umlaut. Und dann haben wir ein bisschen drüber gechattet und da meinte er, dass übrigens nicht nur German Beer and Bread and Wurst und so weiter in USA so riesig gefragt sind, sondern auch German Windows. Und dann okay. habe ich das mal ein bisschen gegoogelt und es ist wirklich so, German Windows in den USA sind ein richtiges Statussymbol. Ja. Krass, weil die wir dreifach verglast und sowas, oder? Dreifach verglast und auf Kippstellen und so weiter und so weiter. Das kennen die alles gar nicht. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, ich muss gucken, ob ich den nochmal finde, wo die Dinger gibt es seit 15, 20 Jahren, gehen die ab. So, und so stinknormalen Schüko-Fenster, ja, weil es gab wohl mal einen Bericht irgendwo in irgendeinem News-Ding nach einem Tornado. Die ganze Stadt war verwüstet, aber guess what? Die deutschen Fenster, die waren noch da. Die stehen wie eine Eins. Die stehen wie eine Eins und waren nicht kaputt, ja. Und seitdem, also es mag eine Urban Legend sein, aber da gibt es einige Deutsche, die ausgewandert sind und Fenster importieren und die da wirklich gute Geschäfte machen. Also wer hätte das gedacht? Also wir schweifen kräftig ab und sind. Nein, wir können das ja wieder zurückführen. Das ist ja, ja super. Genau. Das heißt, es ist ein Hinweis von Angela Kang, dass wir irgendwann in Richtung Europa gehen werden. Denn ansonsten wären diese Fenster ja kaputt. Die Fenster sind aber noch intakt. Ja. Das heißt, sie können einfach nicht aus den USA stammen. Genau. Das ist eine Europa-Anspielung. Sind anständige deutsche Schüko-Fenster. Gute deutsche ja. Schüko-Kirchenfenster. ja, was machen wir jetzt mit der zweiten? Was machen wir jetzt mit der zweiten Staffel? Ja, was machen wir mit der zweiten Staffel? Ganz ehrlich, ich habe auf Twitter geschrieben, aufs Chronistenpflicht habe ich das weitergeguckt. Ja. Würde ich diesen Podcast hier nicht machen und würde ich die Gespräche mit dir und Michael nicht so sehr schätzen, hätte ich es definitiv nicht weitergeguckt. Eher hätte ich jetzt endlich mal wieder angefangen, Fear the Walking Dead weiterzugucken, wo ich ja dann doch eher Gutes drüber höre, was jetzt hinten raus so ein bisschen passiert, was auch einen ganz kräftigen Durchhänger hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, ich will mir jetzt nicht das Gleiche nochmal angucken, nur in Kalifornien. So, hä? Ja. Aber da ist ja jetzt dann doch ein bisschen mehr passiert. Da will ich also dann auf jeden Fall nochmal rein. Ja, was machen wir damit? Das Perverse an der Sache oder das Komische an der Sache oder das Lustige an der Sache, wenn du unsere anderen Podcasts hörst, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass ich ob diesem Unsinn irgendwie jetzt hier in einen einzigen großen Rant ausbreche und sage, was für ein Kack und was für, ja, und unlogisch und wie kann man nur und das macht doch kein Mensch und bla bla. Ich überlege gerade, ob es mir zu egal ist, weil ich einfach, weil es mein Guilty Pleasure ist und dem lasse ich halt einfach Dinge durchgehen, die mir ans Herz gewachsen sind, nicht so durchgehen lasse, wo ich denke, so, ihr könnt es doch besser. Die können es auch besser, aber es ist halt das gleiche wie Grün und da muss ich halt sagen, okay, dann bin ich halt einfach auf eine Cash-Cow reingefallen. Wobei ich aber auch dann wieder nicht glaube, dass ich irgendjemand extra Amazon Prime anschafft, bloß um das zu gucken. Wobei ich gar nicht weiß, ob das in den USA überhaupt in Amazon Prime läuft. Ist das eine reine Prime-Show? Das weiß ich gar nicht. Es kann auch wirklich sein, dass es eine AMC-Show ist, die nur an Prime verkauft worden ist in der internationalen Vermarktung. Hm. Also von daher, um deine Frage, was mache ich jetzt damit? Ich habe noch Hoffnung, aber ich glaube, wir werden auch in der, also andersrum, stopp. Da du mir gerade eben gesagt hast und ich auch während wir gesprochen haben noch mal kurz kontrolliert habe, in der Tat es noch keinen fixen Termin gibt und die das Feedback ja nicht ausblenden können. Ja. Ja. Habe ich eigentlich gute Hoffnung, dass sie sich zu Herzen nehmen und sagen, ups, okay, sorry, wir geloben Besserung. Deswegen gehe ich mit vorsichtig verhalten optimistisch in die nächsten. Ja, aber genau das möchte ich ja nochmal stark machen. Ne? Ich bin ja ein Freund des positiven Denkens und jetzt machen wir mal die ganzen Fässer auf, die für die zweite Staffel dann gelöst werden können. Und ich finde, Du, bevor du das tust, kannst du mir mal kurz nochmal eben sagen, wo wir denn jetzt am Ende sind, weil ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz gerafft. Sind wir jetzt wieder eine große Gruppe oder sind wir jetzt drei getrennte? Das sind ja die Fässer, die wir im Prinzip lösen können für die zweite Staffel. Also wir haben einerseits diese Bürgermiliz, die haben Felix und Iris quasi aufgenommen. Wir können davon ausgehen, dass sie zusammenarbeiten werden, weil Will ist ja offensichtlich einer der Anführer oder wie auch immer einer der Typen der Bürgermiliz. Das heißt, wir haben Will, also Felix Freund, Felix und Iris
in der Bürgermiliz gegen das CRM. Hm? Genau. Wir haben Percy, der Rache üben möchte gegen Huck. So. Ja. Und der ist entkommen, das heißt, der hat auch eine Agenda. Mhm. Wir haben Elton, der auch eine Agenda hat, nämlich die Rettung von Silas. Weil Silas ja festgenommen worden ist. Mhm. Wir haben Hope und Huck, die sind im CRM jetzt und werden das von innen aus aufräumen. Vor allen Dingen, wenn klar ist, dass die Campuskolonie zerstört worden ist, dann wird nämlich auch Huck sich gegen ihre Mutter richten. Ja, das davon können wir mal davon, genau, davon können wir ausgehen. Und Hope ist sowieso, die wird sich niemandem anpassen und die wird sich vor allen Dingen nicht dem CRM anpassen. Ja. Und vielleicht rastet Hope auch völlig aus, denn es gibt ja so Anspielungen, dass ihr Daddy tot ist oder sein könnte. Könnte, ja. Ja. Wir sehen ja da irgendwie ist das, glaube ich, seine Lebensgefährtin, ne, die wir da immer wieder gesehen haben, diese Forscherin. Ne? Richtig, ja. Also ja, davon gehe ich aus, dass es seine Lebensgefährtin ist, genau. Ja. Und sie spricht dann irgendwann relativ lange ins Leere, ohne dass eine Reaktion kommt zu Leo Bennett. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, das war so ein bisschen Sixth Sense-mäßig so ein bisschen inszeniert. Ja, genau. Ja. Wenn du weißt, dass er schon die ganze Zeit tot ist, dann spricht die dann auch dir, seine Frau ja auch immer ins Leere. Ja, ja. Genau. Also entweder ist das so, ne, dass er schon tot ist und sie einfach wirklich ins Leere spricht, oder sie spricht halt zu Leo Bennett, der auf der anderen Seite dieser Scheibe ist und dann eventuell mittlerweile eine B-Person geworden ist oder so. Ne? Aber das heißt eigentlich, dass wir so schon starke Motivationen vor allen Dingen haben. Also die Motivation, die in der ersten Staffel war ja irgendwie, okay, Papa geht's irgendwie nicht gut, das heißt, wir laufen einfach mal wahllos los. Und das hat die erste Staffel nicht komplett getragen. Aber wir haben jetzt wirklich durch dieses soziale Geschehen, was in dieser Gruppe passiert ist, haben wir bestimmte Motivationen, die eventuell eine zweite Staffel tragen können, vor allen Dingen, weil das ja auch wirklich die finale Staffel ist. Und weil wir diesen Kampf CRM gegen alles, den wollen wir ja auch sehen. Ja, absolut. Und wenn dann irgendwie noch Rick zufällig auch im CRM rumläuft und eventuell da schon eine gewisse Rolle spielen kann in der zweiten Staffel, vielleicht auch nur am Ende der zweiten Staffel, dann verheißt das ja zumindest etwas Spannenderes, als die erste Staffel uns jetzt geboten hat. So. Und das ist doch schon mal was. Eben, ja. Und von daher bin ich ja guter Dinge. Ich glaube auch, also man kann niemand, der da in Charge ist, kann das ignorieren, wie die Serie aufgenommen wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher musst du musst drauf reagieren. Und die Kritik ist ja im Grunde genommen eindeutig. Also ich habe ja vorhin ein paar Kommentare vorgelesen und da kannst du in jede beliebige, das muss man sich auch vorstellen, ich bin nicht in einer Amazon Prime Gruppe drin, wo halt Normalos sind, die halt zufälligerweise jetzt mal eine Walking Dead Serie reingestolpert sind, sondern das sind dezidierte Fangruppen. Ja, wo wir auch teilweise gut geröstet wurden für unsere harte Kritik an der siebten und an der siebten Staffel und so weiter, wo also der Grad zum Fanboytum, zum Fundamentalistischen teilweise auch schon. Und selbst die unisono schreiben, habe ich ja vorhin vorgelesen, langweilig, das kannst du nicht ignorieren. Und von daher muss da, glaube ich, was her. Da müssen keine Köpfe rollen. Ich glaube, da muss man sich einfach nur mal sagen, okay, was interessiert die Leute eigentlich? Warum haben die eingeschaltet? Und da kommt, glaube ich, wenn man sich das Feedback dann durchliest, sehr schnell raus, so wie wir es ja gerade eben auch rausgearbeitet haben. Ach komm, konzentriert euch ein bisschen mehr auf CRM. Jetzt hast du vollkommen zu Recht diese vielen Punkte da eingeräumt. Ich frage mich halt, und das frage ich mich ja bei einigen Serien auch, da sind doch Menschen, die machen doch nicht zum ersten Mal eine Fernsehserie. Ja. Ja, ist man da so in seinem Ding drin? Oder da würde ich mir einfach gerne wissen, was sind die Zwänge, diese auf 3 Folgen eindampfbare Handlung, ohne dass irgendwas runterfällt, auf 10 Folgen zu strecken? Also warum muss man das, oder merken die das nicht? Oder sagt man sich so, wir müssen jetzt 10 Folgen machen, wir haben keine Idee, oder wir müssen 10 Folgen machen, wir haben kein Geld, oder ich weiß es einfach nicht, dass man so in offensichtliche Fehler reintappt. Ich habe es im letzten Stream zu Mandalorian gesagt, ich muss kein Koch sein, um zu merken, dass das Essen versalzen ist. Ja? Und das ist halt hier ganz kräftig versalzen. Und ich frage mich halt, warum merkt man das nicht? Will man das nicht merken? Oder gibt es einfach so viele äußere Zwänge, die dich zwingen, sowas abzuliefern? Und eigentlich weiß jeder ganz genau, dass das gerade hier Kappes war, was die da abgeliefert haben. Weil sie können es ja besser. Es ist immer
das Problem, glaube ich, wenn eine Serie nicht für sich selbst steht, sondern eine Funktion innerhalb eines Franchise erfüllen soll. Und ich habe das Gefühl, diese Serie soll die Funktion erfüllen, jüngere ZuschauerInnen an das Franchise zu bringen. So, nicht, dass die The Walking Dead nachgucken. Das ist, wie du eben schon gesagt hast, zu viel, wird auch niemand machen. Aber dass die eventuell da reinwachsen und sich die nächsten Zombie-Serien aus genau diesem Universum anschauen. Denn immer, The Walking Dead ist immer noch eine sehr, sehr einfach zu produzierende Cash-Cow, wie du es eben gesagt hast. Ja. Dementsprechend glaube ich, diese Serie hatte nicht die Funktion, uns viel über das CRM zu erzählen. Sie teast uns so ein bisschen an, uns als alte Walking Dead-Leute, aber sie versucht vor allen Dingen, jüngere Leute an das Franchise ranzubringen. Und das, glaube ich, schafft sie nicht. Nee, das schafft sie nicht, weil die Geschichten einfach schlecht erzählt sind, beziehungsweise nicht so erzählt sind, dass sie jüngere Leute ansprechen, glaube ich. Das ist natürlich auch für uns schwierig. Wir sind zwei alte, weise Dudes, die in irgendeiner Weise das beurteilen sollen. So, ne? Aber das ist halt schwierig. Ja. Müssen wir mal gucken, ob in irgendeiner Weise auch jüngere Leute das da angesprochen werden. Aber du hast eben schon die Ratings erzählt und auch die Anzahl der Leute, die das bewerten. Das scheint jetzt nicht der Renner unter 16-Jährigen zu sein oder sowas. Ja. Haben gerade im Chat noch den Soul, der sagt, ja, Jüngere dürfen das gar nicht sehen. Ja, ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht trotzdem tun. Das stimmt. Allerdings, ich muss keinen PIN eingeben, also es ist keine 18er-Geschichte. Ne? Nee, ich glaube eine 16er, oder? Ja, ich glaube ja, genau. Ja. Wobei ja bei Amazon Prime im Moment ja noch relativ überschaubar ist, was da so an Disclaimern ist bei Disney Plus, ja schon. Wobei ich mich heute noch frage, wo in Empire Strikes Back Darstellungen von Tabakerzeugnissen zu finden sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Sol, du fragst, wurde in der ersten Staffel erwähnt, wie groß der CRM ist und wie viele Einwohner? Ich meine, mich zu erinnern, dass das ungefähr 500.000 Einwohner hat. Oder waren es 50.000? Ich bin raus, keine Ahnung. Ich glaube 500.000. Und ja, dass sie nicht viel Budget hatten, das sieht man. Aber wie gesagt, The Walking Dead hatte nie viel Budget. Und man kann es ja trotzdem auch gut zeigen. Ne? Also die haben halt immer nur Geld für einen Panzer alle 3 Jahre. Ja. Und okay, das werfe ich denen nicht vor, weil man kann auch, weil dann bist du ja wieder dabei. Von mir aus sollen sie 8 Folgen durch die Gegend stapfen, aber dann müssen sie auch was zu erzählen haben. Und die haben halt auch nichts zu erzählen, außer irgendwelchen Weisheiten auf Glückskeksniveau, die Kinder in diesem Alter schlicht und ergreifend nicht auf der Pfanne haben. Ja, das sind Erwachsene aus einem Bildungsbürgertum, die gerne hätten, dass ihre Kinder solche Weisheiten auf der Pfanne haben. Ist aber nicht so, ja. Ja, aber ich glaube, das ist es doch, ne? Also diese Weisheiten, die sind halt für uns sehr, sehr durchschaubar, weil wir sie auch 20.000 Mal schon in Popkultur gesehen haben. Für Anfänger, die haben halt gedacht, dass sie irgendwie suggerieren können, dass hier eine diepe Dramaschiene irgendwie dahinter läuft. Und das ist das, was sie uns, glaube ich, hier erzählen wollten. Die wollten hier irgendwie persönliche Dramen zwischen den Teenagern erzählen. Hat ja auch manchmal ganz gut geklappt. Also das mit Silas hat ja ganz gut funktioniert. Und du hast beim letzten Mal zum Beispiel noch diese Todesszene des Vaters von Elton gelobt. Ne? Ja. Und auch das hat ja ganz gut funktioniert. Absolut. Deswegen können wir aber auch schon sagen, in der zweiten Staffel wird es sicherlich auch wieder um persönliches Drama gehen. Ne? Wir werden eine Konfrontation zwischen Huck und ihrer Mutter haben. Wahrscheinlich bringt eine die andere um. Die Frage ist, wer wen. Ne? Mhm. Wir laufen ja auch auf, wie hat jemand bei der Facebook-Gruppe geschrieben, der Dünnes im Gordanzug. Der muss sich ja auch, der hat ja noch ein bisschen eine Rechnung mit Hope offen. Was glaubst du, dass da noch was kommt? Oder meinst du, die werden sich dann tief in die Augen blicken und sich verzeihen oder eher ihr verzeihen? Ja, ich fürchte ja, aber das ist natürlich wieder, ich möchte niemals ein Erzeugnis kritisieren für etwas, was das noch nicht gezeigt hat. Ne? Dementsprechend, es kann auch anders laufen. Was ich ganz spannend fände, jetzt einfach mal konjunktiv, ist, wenn Hope komplett in die andere, auf die andere Schiene gerät. Wenn Hope sich quasi dem CRM anschließen würde. Das fände ich einen richtig schönen Twist, weil dann ist quasi unsere Heldenfigur gegen ihre Schwester, weil Iris wird das nicht tun. So. Aber Hope hätte das Potenzial, sich dem CRM anzuschließen, weil sie irgendwie davon überzeugt wird, dass es das Richtige ist und weil sie ja sowieso immer Rebellin war gegen das, was sie bekommen hat. Und vielleicht ist es das jetzt, was sie braucht. Vielleicht ist das CRM das, was sie braucht. Und das hätte Potenzial. Dann hätten wir persönliches Drama, aber hätten auch wirklich etwas, was wert ist, ne? Was eine Wertigkeit hat.
Das wäre wirklich eine schöne Idee. Das wäre auch interessant, vor allem, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass diese Schwestern so connected sind. Ne? Die eine kann zwar den PC mit im Alter von 3 Jahren zusammenbauen, aber sie braucht halt dann eben doch ihre Schwester, die dann das finale Kabel noch reinsteckt. Ja. Von daher fand ich das eigentlich ein ganz, also das war ein kleines, cleveres Symbol, wo ich sagen muss, ja, genau so kann man das machen. Und ja, okay, das wäre natürlich schön, wenn es am Ende auf diesen Schwesternkampf hinausläuft. Ich habe allerdings, und ja, man soll es nicht kritisieren, bevor sie es gezeigt haben, allerdings habe ich meine Sorge, dass es ein sehr sonderlich glaubwürdiger Pfad zur dunklen Seite ist. Aber gut, okay, mal gucken. Vielleicht, also warum? Weil das CRM einfach zu böse dargestellt. Also da müsste jetzt die Civil Republic dramatisch besser sein als der Campus-Komplex, zumindest auf den ersten Blick. Damit also Hope praktisch dahin kommt und sagt so, what, sowas geht auch, verstehst du? Und dafür war mir aber der Campus-Komplex noch zu gut entwickelt. Die kommen ja jetzt nicht irgendwie aus Oceanside oder sowas, ja, oder aus irgendeine Walker. Also, verstehst du, so eine Gamma in den Walkern bei den Whisperern, die könntest du für mich viel einfacher drehen. Ja, aber das ist wieder, also das muss ich dieser Serie zugute halten. Das ist bei Walking Dead, frage ich mich ja immer, wie man sich solchen Freaks anschließen kann. Ne? Also einerseits Negan, das habe ich schon nicht verstanden, der hier eine Terrorherrschaft aufzieht und Leuten Bügeleisen ins Gesicht drückt. Da würde ich sagen, ja, tschüss, macht euer Scheiß alleine, ich hau ab. So. Und die Whisperers haben das natürlich nochmal aufs Äußerste gefahren. Also waren ja sogar Szenen am Ende drin, wo irgendwer gesagt hat, Alter, auf gar keinen Fall, das mach ich nicht. So. Ne? Dementsprechend, das finde ich ganz gut hier in dieser Serie gelöst, dass ich schon irgendwie verstehen kann, warum man sich dem CRM anschließt, weil die halt irgendwie sowas wie Zivilisation, Organisation und Stärke abbilden, ne? Und dass ja auch wirklich menschliche Figuren sind, ne? Die Julia Ormond, Elizabeth, ist eine Figur, die eine gewisse Menschlichkeit hat. Vielleicht hat sie eine teuflische Menschlichkeit, aber sie hat eine Menschlichkeit, so, und hört dir zu und setzt sich mit dir hin und kümmert sich erstmal um dich, hat ein Interesse an Menschen irgendwie. Dementsprechend, das finde ich, macht die Serie sogar besser als die Hauptserie, wobei die Hauptserie das halt auch nicht will, ne? Also will uns genau das nicht zeigen. Dementsprechend ist das keine Kritik an ihr. Ich muss mich eben kurz korrigieren. Die 50.000 Einwohner, die ich im Kopf hatte, beziehen sich auf das Commonwealth. Das heißt also, vom CRM wissen wir ehrlich gesagt noch gar nichts groß. Wir hatten in unserer ersten Folge mal kurz so ein bisschen das eingeordnet mit diesen drei Kreisen und wofür die stehen und so weiter. Aber es gibt keine große keine Anzahl dazu, aber es wird, glaube ich, schon ganz groß sein. Wie gesagt, es wurde ja auch angeteasert, dass es da noch eine Verbindung zu Großbritannien gibt. In Union Jack hängst du dich einfach mal eben so da in your face, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird ganz sicher noch bestimmt noch was kommen. Und der Saul fragt auch im Chat, wird es noch zu einem großen Krieg kommen mit dem CRM? Ja, das sind ja so die Spekulationen, wo es drauf hinauslaufen könnte, dass am Ende CRM gegen Commonwealth zum Beispiel, ja, was ist... Nicht in dieser Serie. Nein, nicht in dieser Serie, so generell. Aber das Problem ist, wir wissen einfach über alle Parteien noch viel zu wenig. Außer ein paar, weil du weißt nicht, die Comics hören dann demnächst auf und lassen sich darüber nicht aus. Du weißt ja auch nicht, was überhaupt nehmen sie aus dem, was bekannt ist aus den Comics. Sie halten sich ja nicht sklavisch an die Comics. World Beyond ist ja sowieso neu. Also von daher haben wir außer diesen kleinen Bits and Pieces und Brotkrumen nichts, worauf man fundiert aufbauen könnte, was natürlich viel Raum für Spekulation lässt, aber auf der anderen Seite dann auch irgendwie nur mäßig spannend ist, weil ich weiß ja gar nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn da am Ende irgendwie 50 gegen 50 kämpfen, weil es am Ende gar nicht mehr sind, nur die anderen haben halt Hubschrauber oder so. So wird es nicht sein, aber das weiß man halt nicht. Ne? Also da kann man sich jetzt natürlich irgendwelche Heere von Mordor gegen Gondor ausmalen und dann sind wir wieder beim Budget, wird es halt vielleicht doch nur ein bisschen überschaubarer. Keine Ahnung. Also wir können ja sagen, um Soul deine Frage nochmal aufzunehmen, ich glaube, dass The Walking Dead darauf hinausläuft. Ne? Dass The Walking Dead darauf hinausläuft, dass wir einen großen Kampf zwischen Weiß und Schwarz haben. Ne? Wir sehen das an den Uniformen, das ist ja schon fast zu plakativ, dass wir hier auf jeden Fall zwei Parteien haben, die sich irgendwann bekriegen werden. Ja. Und ich
teile deine, Chris, deine Ansicht, dass die das zu spät eingeführt haben. Dass die zu spät eben versucht haben, das ganz, ganz große Fass aufzumachen. Und sie hätten ja die Möglichkeit gehabt in The Walking Dead. Sie haben ja schon mal einen Hubschrauber gesehen irgendwann. Ne? Einfach da mal zu zeigen, Moment mal, was sind denn das für drei Kreise? So immer mal wieder so kleine Anspielungen, dass es eine größere Struktur gibt, ja, die in irgendeiner Weise auch ein Leben oder eine Zivilisation wieder aufbauen. Das haben sie vermieden. Und das ist natürlich auch diesen dunklen Scott Gimple-Jahren irgendwie zuzuschreiben, irgendwie, in denen so ziemlich alles vermieden wurde und es nur noch irgendwelche fragmentarischen Gewaltexzesse waren, die teilweise da Walking Dead bestimmt haben. Ja, und das hätte ja dann auch wieder schöne, sag ich mal, Spannungselemente innerhalb der Gruppen auslösen können, sodass du nicht jedes Mal so den Villain of the Season brauchst, der, wie du hast es gerade eben gesagt, teilweise natürlich auch nur halb überzeugend ist. Also sich Negan anzuschließen, okay, bei den Whisperern, da fällt mir das wirklich richtig, richtig schwer, warum das jemand tun sollte, aber okay. Oder die Müllpeople. Ja, genau, oder die. Aber wenn ich dann im Grunde genommen innerhalb von einem Hilltop oder von einem Alexandria plötzlich so separatistische Schwingungen habe, die sagen, ja, aber Moment mal, da gibt es doch noch viel mehr. Ich habe, weiß oft, wie oft habe ich über diesen Hubschrauber gesprochen, über den niemand gesprochen hat. Ja. Und das wäre doch toll gewesen, wenn da, was weiß ich, Magna irgendwie kommen würde und erzählt hätte, habt ihr gehört? Also die kommen neu dazu und dann erzählen die davon und dann werden alle irgendwie neugierig und denken sich, ja, Moment mal, Krankenwagen und Elektrizität und MP3-Player und Computer und Wein und bla und überhaupt. Und wir haben hier gerade mal mit Ach und Krach irgendwie so eine olle Mühle hingestellt. Wir wollen da auch hin, ja. Und dann eben vielleicht ein Rick oder eine Michonne oder wen auch immer, der dann irgendwie eben sagt, ja, nee, Freunde, bla. Also das wäre doch mal, das wären spannende Inhalte gewesen. Ja, gut, ich meine, jetzt hast du gerade Scott Gimple gesagt. Ich meine, Scott Gimple hat dann auch den Kram hier verbrochen. Vielleicht kann er halt doch nicht besser. Ist der Showrunner von dieser... Ja, und Co-Writer. Film? Okay. Ja, vielleicht ist Scott Gimple wirklich einfach auch da nicht so gut. ist dir eigentlich aufgefallen, wer bei den ersten beiden Folgen Regie geführt hat? Nein, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Musst du mir sagen. Es war unser liebster Redhead Michael Cutlets. Ah, richtig. Stimmt. Dem wir mal ein sehr nettes Interview hatten, was ihr bei twitch.tv/GermanComicCon noch nachgucken könnt. Da haben wir den Anfang des Jahres hatten wir mit dem mal ein Interview. Ein netter Typ, da saß er ganz entspannt auf seiner, hat es mit dem Handy gemacht und saß ganz entspannt auf seiner Bank vor seinem Haus, ja, und hat ein Pfeifchen dabei geraucht, während er mit uns dieses Interview gemacht hat. Extremst lässig, ja. Und von dem war auch zum Beispiel die Info, was wir ihn gefragt haben, warum zum Beispiel das Wetter sich nicht nie ändert, ja. Mhm. Und er sagte, doch, das Wetter ändert sich schon, aber man sieht Regen durch Kameras nicht. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ja. Man sieht Regen, also natürlichen Regen kann von Filmkameras so gut wie nie aufgezeichnet werden. Ja. Deswegen gibt es diesen Filmregen, der so immer übertrieben ist, ja. Und? Ich sehe das bei Fußballspielen. Wenn man bei Fußballspielen tatsächlich Regen hat, dann sieht man es immer nur daran, dass die Spieler nass werden. Ja, genau. Ja. Und er sagte, wir haben da auch als schlechtes Wetter gehabt und so weiter. Wir drehen halt viel draußen und das ist, und dann ist es wahrscheinlich wieder einfach eine Budgetfrage und dann kann man halt nicht jedes Mal jetzt dann die Wasserkanonen dann ankarren, um da mal Regen zu machen. Aber er sagte, nee, das Wetter ist schon ab und zu mal schlecht, aber man sieht es halt einfach nicht. Also von daher interessant. Ja, Mensch, Andreas, jetzt haben wir ein knappes Stündchen verplaudert hier. Es macht ja immer wieder Spaß, mit dir zu plaudern, auch wenn es uns in dieser Sache heute nur bedingt weitergebracht hat, weil die Serie uns einfach etwas ratlos zurücklässt. Wir hoffen, dass es mal besser wird. Und da müssen wir noch mal schauen. Haben wir noch irgendwas im Chat? Ja, also Saul, das wird das Thema der Rick Grimes-Filme möglicherweise sein. Wir wissen auch da nicht, worum es geht. Ach so, eins möchte ich mit dir noch kurz besprechen, Andreas. Die 6 weiteren Folgen für die Staffel 10. Ja. Da sollten wir noch drüber reden. Die kommen ja jetzt im Februar, März, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Mhm, und eine Sache, das ist das, was März hat es mir, glaube ich, geschrieben. Genau. Eine Sache, die mir jetzt absolut hängen geblieben ist, ist, wir werden endlich nach all den Jahren die Vorgeschichte von Negan erfahren. Möchtest du überhaupt die Vorgeschichte von Negan erfahren? Nee, keinerlei Interesse, aber ich bin auch tatsächlich jemand, der diese Sachen mit Traumsequenzen und wir erinnern uns mal an Sachen zurück, meistens nicht so richtig mag. Nee.
ich kenne Negan schon zu gut, als dass mich jetzt noch die Vorgeschichte interessieren würde tatsächlich. Ich habe trotzdem sehr Bock auf diese restlichen 6 Folgen und auch auf die 22, glaube ich, die danach noch in dieser letzten Staffel kommen. Ja, weil die Serie sie einfach gemacht hat in den letzten Staffeln wieder, weil ich da wieder connecten kann, weil es so ein bisschen eine kleinere Welt geworden ist, wo ich die Charaktere auch wieder so ein bisschen übersehen kann, also nicht übersehen, überschauen kann. So. Ja, und mit ein paar Leuten auch zusammen gerne noch irgendwie ein Jahr verbringen würde. Also ich freue mich darauf, dass Maggie zurück ist. Ich glaube, das gibt auch wieder Potenzial, vor allen Dingen, weil Negan wieder irgendeine bessere Rolle spielt in der Gruppe und Maggie das nicht akzeptieren wird. Das heißt, also ich glaube, das wird noch was. Und ich habe Lust auf diese 6 Folgen und wenn sie mir diese Backstory zeigen möchten, sollen sie tun. Wenn sie es gut erzählen, freue ich mich. Wenn sie es nicht gut erzählen, dann ist es mir auch egal, weil dann kann ich diese Folgen überspringen. Denn im Endeffekt wird die Handlung hier weitergehen. Auch wenn sie mir kurz mal erzählen müssen, wie Negan geworden ist. Ich bin aber auch schon kein Fan davon gewesen. Ich weiß, dass es viele Leute diese Episode abgöttisch geliebt haben, diese Cheesemaker-Episode, wo uns die Vorgeschichte von Morgan bei diesem Käsemacher da erzählt worden ist. Die fanden viele unglaublich toll. Ich fand die langweilig, weil ich gerne weiter erleben wollte, was mit unserer Gruppe passiert. Ich gucke so ungern in die Vergangenheit. Danke, da geht's dir exakt wie mir. Also Traumsequenzen, ich glaube, wenn ich Drehbuchschreiber wäre, ich würde, oder in so einem Writers Room sitzen würde, ich würde wirklich verbieten, Traumsequenzen reinzubringen. Ich hasse das auch. Und klar, ich war jetzt hier, sage ich mal, bei diesen Back-Geschichten, was so Silas angeht, immer ganz, aber ich denke mir immer so, also ich würde das nicht mit diesem blöden Rückblick machen. Ich würde wirklich einfach so, wenn ich was zu sagen habe, über dann erzähle ich das einfach von vorne bis hinten durch. Also ich move on, ja. Vor allem, weil es dann, Lost hat mit dieser Unart angefangen. Also bei Lost war es ja andersrum. Bei Lost war es noch keine Unart, weil es war Teil des ganzen Aufbaus. Aber dieses Lost-artige, das heißt, ein Charakter sitzt irgendwo, trinkt ein Bier, guckt ins Leere, ja, und dann bist du plötzlich in seiner Vergangenheit. Das machen halt inzwischen einfach alle. Wo es völlig in die Hose gegangen ist, war ja beim The Witcher. Da machen die das auch, nur da raffst du das erst überhaupt nicht. Mhm. Ja, weil die Charakter, die dann da rumhüpfen, plötzlich, also für dich als Zuschauer haben wir, wieso hatten der auf einmal andere Klamotten an? Der hat doch gerade eben noch was ganz anderes angehabt, ja. Weil er aber die gleiche Frisur hat und so kann man ja wenigstens machen, hat einen Bart und so. Das ist halt bei, also Witcher funktioniert das gar nicht. Da guckst du das und denkst so, hä? Und dann irgendwann nach dem dritten Mal, in der du in die Vergangenheit gesprungen bist, hast du, ach so, das ist eine andere Zeitlinie. Okay, ja Moment, jetzt müsste ich eigentlich die blöde Folge nochmal von vorne anfangen, weil ich habe das jetzt komplett anders. Und da denke ich mir so, Texttafel ist eine verdammt gute Erfindung seit 1895, ja. Help me with this one. Ja. An der Stelle möchte ich nochmal eine Serie loben, die das dann auch wieder ganz gut macht, nämlich The Queen's Gambit, was aktuell auf Netflix läuft. Ich möchte gar nicht so sehr viel zu sagen, aber eine Serie, die dich einfach überrascht, weil sie dich nicht überrascht. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr sie geguckt habt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da ist wirklich mein Hass endlich auch mal größer als deiner. Ne? Also ich habe schon bei Lost diese Rückblicke so gehasst, wirklich. Ich wollte immer auf dieser Insel bleiben und dann schmeißen sie mich da zurück in völlig uninteressante Leben von irgendwelchen uninteressanten Leuten, die ja erst dadurch interessant werden, dass sie auf dieser Insel sind und nicht dadurch, dass sie vorher, keine Ahnung, jemanden betrogen haben oder sowas. Das ist mir völlig egal. Ich will wissen, was auf dieser Insel abgeht. Deswegen hat mich Lost auch irgendwann verloren, weil es sich so zu sehr in irgendwelche Zeitlinien verschachtelt hat oder sowas. Und die Auflösung habe ich tatsächlich, ich habe diese Folgen nie gesehen. Ich habe nur Schlechtes darüber gehört. Ich weiß auch nicht mehr genau. Am Ende sind alle tot und laufen ins weiße Licht, so irgendwie. Ja, aber vorher schon irgendwie oder sowas. Naja, irgendwie egal. Sowas. Bei The Witcher bin ich ausgestiegen nach der ersten Folge, weil ich es so fürchterlich fand. Kann ich verstehen. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was in dieser Folge ging. Die Kämpfe waren für mich völlig uninteressant. Ja. Und weil dieser Typ für mich völlig uninteressant wäre. Ich habe allerdings auch die Spiele nicht gespielt, muss man dazu sagen. Aber
ich hatte da überhaupt keine Aktien drin. Mir wurde da irgendwas gezeigt von irgendwelchen Leuten, die ich nicht verstanden habe und die deren Motivation ich nicht verstanden habe und mit denen ich auch nicht mitfiebern konnte. Das heißt, da habe ich gesagt, ey, auf gar keinen Fall, gehe ich sofort raus. Ja, kann ich gut nachvollziehen, wenn man da kein Fable für hat, weil ich habe ein kleines Fable für den Witcher, weil ich halt die Spiele gespielt habe, mehr nicht, und auch nicht so jetzt durchgezockt habe, dass ich jetzt hundertprozentig wüsste, wer ist und wer da nochmal, also ich muss mir das teilweise auch nochmal anlesen, deswegen bleibe ich da ganz gerne dann dabei, aber wir saßen wirklich vor dem Fernseher so und so, hä, was? Und vor allem da erfüllt es halt überhaupt keinen narrativen Zweck, ja, es ist einfach nur maximalste Zuschauerverwirrung. Da würde einfach eine Texttafel reichen. Dann wäre alles gut. Ja, aber so checkst du es nicht. Na gut, wenn wir sonst nichts mehr haben, glaube ich, für diese Folgen, also zu den 6 Folgen, ich werde sie mit so wegsnacken. Weil, würde es mich interessieren, warum Lucille heißt. Ich meine, sie haben ja lustigerweise die Frau von Jeffrey Dean Morgan auch als seine Frau da gecastet als Lucille. Von daher könnte das ja vielleicht ganz witzig werden. Aber ich bin da eher deiner Meinung, ja, ich brauch's nicht, ich snack das so weg, die Staffel ist für mich eigentlich jetzt rum und dann, gut, wenn sie noch halt irgendwie ein bisschen Geld haben, dann sollen sie es halt machen, also von daher. Ja, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch machen, wir haben jetzt einen Discord, ihr könnt also auf nerdizismus.de/Discord gehen und da eure Meinung zu unseren Meinungen und zu den Folgen, die wir besprechen, kundtun, dort erfahrt ihr auch alles über unsere neuesten Livestreams und alle Termine etc., ich weiß, dass in der Star Trek Sektion und der Star Wars Sektion schon gut abgeht, in der Walking Dead Sektion darf es natürlich auch noch ganz gut abgehen und wir freuen uns natürlich über eure Meinung an info@nerdizismus.de oder an die 01525 964 7709, da als Sprachnachricht oder als Textnachricht. Ja, ich bin gespannt. Unsere Ratings übrigens für den ersten Frühschoppen waren auch katastrophal. Ich glaube aber, dass wir hatten etliche neue Hörer für diesen Frühschoppen und ich glaube, die haben das Umfragesystem auf unserer Webseite nicht verstanden. Und die dachten, glaube ich, man bewertet mit der Umfrage die Folge, die wir besprechen und nicht den Podcast, den sie gerade hören. Oder wir waren einfach kacke. Oder wir waren einfach schlicht und ergreifend halt kacke. Das kann natürlich auch sein. Wenn dem so ist, dann werden wir es ja jetzt spätestens wieder mitkriegen, wenn die neuen Bewertungen reinkommen. Oder es war dieses Mal besser. Dann gebt uns einen Däumen nach oben. Über eine iTunes-Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Andreas, dir vielen Dank, dass du dir den Sonntagmorgen wieder mit einem Kaffee hier bereit gefunden hast. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir auch über langweilige Dinge zu reden. Andreas, wo kann man euch noch wieder hören? Ihr habt aktuell einen Adventskalender. Das heißt, eigentlich kann man nur mit euch jeden Tag hören. Man kann uns jeden Tag hören auf discoverypanel.de oder überall, wo ihr Podcast findet, auf Discovery, nach Discovery Panel zu suchen. Genau, wir haben gerade einen Adventskalender, der ist allerdings mehr so für uns, also für uns als Podcaster, um uns mal irgendwie frei zu quatschen über das ganze Jahr. Das Jahr fühlt sich irgendwie an wie 7,5 Staffeln Walking Dead World Beyond. Ja, und ansonsten könnt ihr uns jedes Wochenende natürlich hören in neuen Recaps von Discovery Staffel 3. Und wenn denn tatsächlich, wenn da bald mit Schluss ist, im Januar, dann haben wir 26 Folgen am Stück besprochen. Und ich glaube, mein Podcast-Partner Sebastian und ich lehnen uns dann mal kurz zurück, machen mal eine Woche Pause oder mal eine kurze Recap-Sendung, laden uns irgendwen ein und sprechen mal ein bisschen über die Staffel. Aber dann freue ich mich schon wieder auf Durchatmen. Aber jetzt gerade freue ich mich vor allen Dingen darauf, Discovery nachzubesprechen, große Theorien zu machen und zu spekulieren, was denn da noch kommen mag. Schaut mal rein, discoverypanel.de. Ja, ich habe meine Theorie, werde ich morgen verkünden. Sie ist so abstrus, dass sie wahrscheinlich stimmen wird. Und in diesem Sinne, macht Idiot da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und bis die Tage. Ciao. Tschö. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.